Ryder, this is Kandros. Sam warned us about Knight's attack. Where's Knight? We're tracking her down, but those devices are still live. I need you to take care of her, quietly. We can't afford panic. Genau. Damit herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind auf den Spuren von Knight. Ja, die möchte hier unsere Quantencomputer zerstören, um damit alle möglichen Sams oder die Möglichkeit zu verhindern, dass weitere künstliche Intelligenzen hergestellt werden. Aber wir brauchen die Quantencomputer, um die ganze Station hier am Laufen zu halten. Warte mal, das ist doch jetzt... Ich habe doch schon eins. Kann das nicht mal 0 von 3 sein, oder? Ach so. Son of a bitch, you played me. Oh. Knight? Yes, me. I let you near my son. You're not stopping this. Das werden wir schon sehen. I let you near my son? Wer denn? Wer könnte das denn sein, hä? Warte mal. Da sind auch noch ein paar... Ja, okay, aber gut, ich bleib jetzt erstmal hier dran. Dann mache ich das beim nächsten Mal. Ich wusste doch, da muss ich noch mit irgendwelchen Wissenschaftlern reden. Über diese ganzen Scanner-Aufgaben. Agent S. Please, the Nexus doesn't need those computers. But we won't be safe from another Overlord until they're gone. You don't know that. Yes, I do. I sacrificed everything to stop it. Das ist Techno-Paranoia, sage ich da nur. Gleiche Diskussion oder ähnliche Diskussion, nennen wir es mal so, gibt's auch. Machen wir das mit. Ah, da. Zum Thema Google, Facebook und was weiß ich was alles. Ryder, we cornered Knight, but she's carrying the last of those devices. I have a sniper ready, but she wants to speak to you. We could end this peacefully. Confront Knight. So, wo ist die gute Frau? Ach, ich muss einfach nur auf der anderen Seite runter. Alles klar. Hm, geh doch aus dem Weg. Komm schon, ich hab's eilig. Ist das hier? Ja, doch, ich muss wieder wohin reisen. Es wäre auch zu einfach, wenn das alles einer Dings wäre. Aber gut, ich möchte mich nicht beschweren. Die haben jetzt hier immerhin schon mal 2 von diesen Kästen in einen Levelabschnitt gebaut. Also, alles gut. Ist das jetzt oben? Das ist oben oder hinten? Ne, das ist da oben. Ja, das wird immer leider nicht ersichtlich. Was so davor steht. Da hinten, seht ihr mal, ich habe das ganz anders gedacht, dass das ist. Kandros reports the sniper is ready. Understood, Sam. Sam, such a human name. But you murdered my colleagues. God only knows what happened to my son. Nothing in you is human now. Also ich habe mal gesagt, die haben mich angegriffen. I dream, I bleed, I feel like you. I just have a little extra. Until Sam decides otherwise. I'm sorry. It won't let you see, but you're the beginning of the end. Hä? Ella, I'm sorry. Wieso hab ich jetzt da hier nicht... Das finde ich scheiße.
Sorry, aber das finde ich jetzt scheiße, wie das ausgegangen ist. Also das war auch... Hat das was mit den Antworten zu tun, die ich da geben konnte? Ich meine, daran war es ja mal gar nicht ersichtlich, was da jetzt passiert. Ja, also finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Specimens, scans. Our conservation effort can barely keep up. What a wonderful service you've done for us. You've certainly earned your fee. Jawohl. Byzantine crystal. My model of Helios blossoms with data thanks to you. Here, please. You have earned this. Jawohl. Auch danke. So, sind die zwei auch abgegeben? Jetzt haben wir hier noch was anderes. Das weiß ich. Also da müsste ich theoretisch hin, aber... Ach, das ist ja so ein Geschichtsraum. Das ist mal ganz nett. Ich habe das schon mal gesehen. Aber das muss ich jetzt hier nicht unbedingt zeigen, bin ich mal der Meinung. Lasst mich mal checken. Helios. Nexus. Ich weiß nicht, wo das ist. Wie kann ich das denn finden? Ja, das ist... Ich muss auf jeden Fall hier runter. Und dann dahin. Okay. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Ist das hier irgendwas auf dem Nexus? Oder schickt mich das Ding jetzt zurück auf mein Schiff, weil ich irgendwo hier rumfliegen muss? Operations, nee, okay. An expedition to Eos in the Pythias system has discovered a mysterious facility that authorities are calling a vault. A vault! It's believed to be remnant in origin. Eigentlich sind wir auch ein Vault Hunter, oder? What we activated in the vault drastically improved the atmosphere on Eos. A worker was lost to space agent on repair. Nein, du kriegst kein Wort. Okay, warte mal, wo muss ich jetzt da hin hier? Aber du willst mich doch verarschen, hä? Habitation Deck? Ne, ich muss wahrscheinlich wieder auf mein Schiff, nehme ich mal an. Warum hat mich... Ach, so, warte mal. Strike Team Missions kann ich theoretisch auch vergeben, ohne dass ich sie selber machen muss. Achso, ich bin offline. Ja, okay, dann kann ich sie halt nicht machen. Man muss sie nicht selber spielen. So zumindest sagt das Spiel. Man kann auch einfach irgendwie verteilen. Naja. Okay. Dann Kadara, genau. Da würde ich mich dann als nächstes drum kümmern. Was habe ich denn hier noch? Irgendwas, was ich hier vielleicht machen kann? Scan Weapon Caches. Das ist auch auf Kadara. Cat Devices. Ich habe keine Ahnung, wo. Supplies. Ah, okay. Das ist noch irgendwas, was ich hier machen kann. Ja, ich gebe es zu. Ich schinde jetzt künstlich noch 10 Minuten. Weil ich nach Möglichkeit diese ganzen Kadara-Sachen so ein eigenes Video packen möchte. Nicht so hier reingequetscht in das jetzt. Another cache of stolen supplies. Alerting the dock manager. Ah, das war auch schon alles okay. kein großer Zeitvertreib. Haval, ach so, ach, na da bin ich jetzt eigentlich nicht scharf drauf. Was haben wir hier? Outlaw Bases. Ja, da steht auch nicht da, wo das ist. Unearthed Remnant Devices. Carry. Da fehlen mir noch ein paar. Eins von neun. Okay, wo habe ich die denn alle verpasst? Die habe ich auch nicht alle gefunden.
Pathfinder Chest Piece. Das habe ich auch noch nicht auf die Reihe gebracht, warum auch immer. Ich weiß nicht. Aber gut. Oh, was bist denn du? Bist du ein Staubsauger? Da bist du aber sehr klein. Oh ne, warte mal. Hat es da nicht mal geheißen, dass ich hier bei Samnode noch irgendwas machen kann? Do you know why I asked to be placed with you? I believe you possess an emotional impulse to be among your own kind. More than that, I seek someone who understands me. Complete understanding of a unique consciousness is impossible. I disagree. It's the only possibility worth exploring. Ryder, one of your father's memories is available. Let's see it. This memory is from your mother's final day. It was a good fight, soldier. It's not over yet. Alec. No. Alec, we have a few hours. Let's enjoy them. And after that? We'll still have each other. But we want you. I love you, Mom. I love you. Both of you. Live your lives. Do great things. I see so much potential in you. Außer in dem, der liegt nur rum und ist im Koma. And remember, fall in love. At least once. We'll let you guys talk. Say it, Alec. Say it. Then I will. Goodbye. Watch out for the kids. Be there for them. I will. Mourn me, Alec, but don't let this destroy you. What did you used to say when you were in N7? When your back's against the wall, if you can't run from it, use it. Remember that. Be strong. Never as strong as you. I love you, Ellen. Ja, hat er es ja doch noch gesagt. Sehr gut. I didn't expect that. Death remains an elusive concept for me. A finite end in a cosmos otherwise filled with infinite possibilities. Everything ends. Life, stars, galaxies, they all die eventually. It's just how things work. Yet it appears this belief serves as a form of motivation for many organic life forms. It's why you exist. Dad hoped you could save her. And I failed. Nobody can conquer death. Not you, not my dad. It was fate. And yet, paradoxically, at that moment I gained a greater understanding of life. In what way? The depth of feeling your father had for Ellen. He didn't show it very often. A fact which he regretted. I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. Wir haben ja auch noch einen Planeten, den wir absuchen müssen. Of course. Dann schaue ich nochmal schnell hier in das Büro von unserem Vater, ob es da hier auch noch was gibt. Archivsystem. General Ellen Sam. Nee, das fehlt noch. Okay. Eins brauchen wir noch. So. Nichts mehr auf der Karte. Nee, dann. Wie schaut's denn hier eigentlich aus? H04C? First Strike? Ja, das funktioniert nicht, solange ich offline bin. Taphenus System. Also das ist, ich sag mal vorsichtig, hoffentlich keine Welt, die wir besiedeln dürfen oder müssen, so zum Absuchen. Ich denke, das reicht, wenn wir dann auch erladen haben. 5 Stück sind genug.
aber auf jeden Fall ist da was. Das schauen wir uns mal noch an. Aber ich möchte jetzt wirklich konsequent erstmal Kadara fertig machen und dann passt das. Ein ZK-Tracker im Null-System. Memory Triggers. Ja, genau, das hat was mit ihr zu tun. Intel und Cat, das habe ich schon immer gewusst, dass die zusammengehören. Erladen, jawohl. Das ergibt sich dann, wenn wir mal dort sind. Advanced Charles Friend of Foe Mission. Habe ich die denn schon? Ach da, hier. Ah, stimmt. Da habe ich mich... Ja, nee, okay. Machen wir auch separat. Die Saralianer haben wir noch gar nichts gemacht. Und Pock. E-Mail. Jo, das machen wir noch schnell. E-Mail. Mal schnell zurück auf die Tempest. Gibt es hier auch so einen Schnell-Zurück-Knopf? Nee. Hey, sprinte, Frau, sprinte. Docking Bay. Also wir haben jetzt schon persönliche Quests von Jarl. Drag bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall Vetra vom, na wie heißt er, Liam, die haben wir auch schon gemacht. PB ist das mit den, ja, Remnant-Kram, so allgemein, aber so eine direkte Quest haben wir noch nicht. Aber das kommt vielleicht, eventuell hat es ja damit zu tun, diesen Pock wieder zu holen. Wen haben wir noch? Cora fehlt noch. Ja, und das war's. Also zumindest so an aktiven Mitgliedern, die man mitnehmen kann. Theoretisch wäre da natürlich noch Lexi und Gil und unsere zwei Piloten. Aber ich glaube jetzt nicht, dass BioWare so weit gegangen ist. Aber gut. Mit unserer coolen Lederjacke hier auf dem Schiff. Das da. Gonna lead. Hey, I've discovered someone who can help us fight Pock. He might need a little convincing. When we go to Kadara Port, praktisch. Meet me in the bar, please. Let's go get my bot back. Jawohl, Mama. Archiv. Pathfinder Rider. I'm the one who was storing supplies around the Nexus for delivery to Kadara. They were intended for hard-working and downtrodden exiles just trying to survive. The initiative cast them out with almost no regard for their future. Whole families, many of whom were only barely implicated in the revolts, or left because they couldn't bear to separate from loved ones. Mensch, ich habe vorhin in Dragon Age viel besser gelesen. I was able to make several deliveries before you took it upon yourself to shut down the pipeline. Enough to buy them some time and hopefully get them back on their feet. I've left my post on Nexus and joined these disenfranchised people. I wanted you to know that this was done out of concern and caring, not avarice or greed. Please don't take it on. Lest selber. Sorry, Leute. Ich stelle mich gerade richtig bescheuert an. You executed her in the street, not even a trial. Ich bin unschuldig. Sam's infested your brain beyond any saving, hasn't it? Fair's fair. When it's your turn, I'll show you the same mercy you showed my mother. Alan Paladin Nye. Dear customer. So, we appreciate your previous business and hope you enjoyed your unique power-packed homebrewed spirits. We are constantly improving and experimenting on new blends, so be sure to check back with us. Ja, nett. Okay. Meet PB. Wollen wir das gleich machen? Nee, das machen wir nicht. Ich wollte Kadara fertig machen. Mit der PB können wir immer noch in der Bar schnacken. Aber das Video ist jetzt zu Ende. Oh, das ist eine Scheißkamera. Machen wir es halt wieder ganz klassisch so. Suvi, Kalo, komm, nimm mal den Kalo mit ins Bild. Dankeschön fürs Zuschauen und beim nächsten Mal treffen wir uns mit Sloan. Bis dahin.